Glaubt ihr, dass es notwendig ist, Männer wie euch zu kreieren? Also ist es notwendig, diese harte Schule zu durchleben? Ja. Das ist meine Frage. Also wenn man mal überlegt. Oder geht das auch mit, ja, alles ist so, und ja, so nein, das glaube ich nicht. Also ich merke es ja jetzt selber, mit Mitarbeitern das Schwierigste oder das, was das Aufwendigste ist an dem, ich sage jetzt mal, Geschäftsführer sein oder an dem Chef sein, Entscheidungen treffen. Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Tim und Alex, sind die Gründer von Trinity und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo, Tim. Hi. Was? Nee. Nee, ist vollkommen okay, dass ich was anderes gesagt habe, weil alles ist anders. Und ich bin gut gelaunt. Das ist grundsätzlich was anderes. Also nennst du mich nur Alexander, wenn du schlecht gelaunt bist? Exakt. Also wie meine Mutter, okay, verstehe. Ja, auf jeden Fall, jeder, der gerade zuschaut, merkt, dass hier ein bisschen was anderes ist. Also, wir sind gerade auf unserer Workation. Ich glaube, das ist die dritte oder vierte, ich weiß es nicht. Ja. Erzähl weiter. Ich hab mich letztens total blamiert, weil es ist unsere so vierte oder fünfte. Und dann habe ich so letztens so zu allen Mitarbeitern gesagt, so, ja, voll cool, schon die vierte Vacation. Und alle so, nee, ihr habt uns vorher nie mitgenommen, ist unsere zweite. Okay. Also unsere vierte oder fünfte. Und heute Special Meshel. Wir reden ja wirklich sehr, sehr häufig über gewisse Ergebnisse, über gewisse Kunden und dies, das, Ananas. Und tatsächlich haben wir heute... War der eigentlich schon mal hier? Wo? Hier. Im Podcast? Jo. Nein. Das ist ja auch verrückt. Ja. Was ist denn da los gewesen eigentlich? Keine Ahnung. Sag du es mir. Aber auf jeden Fall haben wir heute einen speziellen Gast, über den wir schon häufig geredet haben. Und heute möchten wir so ein bisschen so Workation-mäßig einfach mal über verschiedene Dinge sprechen. Und deswegen, hallo Timo. Hallo zusammen. Was geht ab? Alles super. Ich sitze bei 35 Grad in Kroatien auf einer Finca oder Villa. Alles super. Es gibt echt Schlimmeres, gell? Es gibt Schlimmeres, ja. Definitiv. Ich fand's geil, dass es gibt auch schlimmere Arbeitgeber. Also, oh, wow. Muss man schon sagen. Wow. 50 Euro kannst du gleich abholen. Timo, was? Ich verstehe drauf. Was muss man wissen, um dich zu kennen? Oh, man muss Johnny M. kennen. Das kennen wahrscheinlich relativ viele in der Branche. Mhm. Und erzähl mal für die drei, die es nicht kennen. erzähl bitte nicht. Noch nicht. Okay, noch nicht. Okay. Erstmal, was muss man wissen, um dich zu kennen? Ah ja. Okay, ich bin Geschäftsführer und mittlerweile Teilhaber von Johnny M., einer kleinen Fitnesskette mit 10 Studios im Raum Stuttgart. Und ja, ich bin seit 15 Jahren mittlerweile in der Branche, 16 Jahren, also auch schon eine ganze Weile. Habe alles Mögliche durchlebt und bin bei Johnny M. gelandet. Wenn du sagst, alles Mögliche durchlebt, du bist jetzt seit 15 Jahren dabei. Wo hast du angefangen? Angefangen habe ich bei einer damals noch sehr großen Kette, durch einen Zufall eigentlich auch. Und habe da wirklich von dualen Studenten, Trainer, Trainingsleiter, Studioleiter, also zuständig für Auszubildende, wirklich alles Mögliche gemacht. Aber du hast auch echt schon jeden Shit dann gemacht, so jeden Shit in meinem Studium. Tatsächlich, glaube ich, jeden Shit gemacht. Ja. Tatsächlich. Krass. Was war die Hauptintention, in der Fitnessbranche zu starten? Ich wollte was machen, was mir irgendwie Spaß macht. Und ich wollte auf jeden Fall ein duales Studium machen. Warum? Weil ich Kohle gebraucht habe. Ich hatte einfach keine Kohle. Ich wollte studieren und hatte keine Kohle. Ja, krass. Und ich habe gedacht, okay, ich muss irgendwas machen. Ist eine gute Lösung. Ja, wo ich Geld verdiene. Ja. Ja. Okay. Genau. Das heißt, du wolltest ein duales Studium machen, einfach damit du parallel studieren kannst, aber trotzdem irgendwie ein Grundeinkommen hast. Und dann hast du dir gesagt, lass Fitness machen, oder? Ja, ganz verrückt. Eigentlich habe ich eine Bewerbung für Steuerfach bei dem Inhaber zu Hause ausgedruckt. Und er hat mir damals gesagt, hey, warum machst du das? Fang doch bei mir an. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht?
Und so kam das dazu. Das ist ja wild. Also okay. ich habe in meinem Leben noch nie eine Bewerbung geschrieben. Ja, außer die eine. Welche? Die Bewerbung für Steuerfach. Ja, die ich aber nie abgeschickt habe. Also ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Lügen werden die ganz schnell entlarvt. Also wahrscheinlich habe ich sie fertig geschrieben, aber ich weiß es gar nicht. Und krass. Ja, dann habe ich in der Fitnessbranche angefangen. Okay, du hast also nicht dein Hobby zum Beruf gemacht? Nee, gar nicht. Ich hatte mit dem Fitnessstudio gar nichts zu tun. Also, ich war Sportler. Ich habe immer Sport gemacht, aber ich war nie im Fitnessstudio. Krass. Ja, tatsächlich. Okay, das ist schon eine sehr, sehr krasse Situation, die sehr selten ist, weil auch der Tim, obwohl er nicht so in diesem Fitness-Game oder so war, hatte trotzdem Bezug dazu. Du hast ja auch dein Studium gemacht, du hast dann einen Bezug gehabt und du gar nicht. Nee, gar nicht. Also klar, ich kannte das schon über den, ich sag mal über Easy Sports, aber ich war nie Kunde davor. Ich habe nie Krafttraining gemacht, groß. Das war dann so deine erste Arbeitswoche. Du musstest erstmal jedes Gerät auswendig lernen. Oder was? Glaub mir, mein erster Arbeitstag war total verrückt. Tatsächlich, der war total verrückt. Ja, wie? Erzähl! Ich wurde an meinem ersten Arbeitstag sogar nach Hause geschickt. Und ich konnte nichts dafür, weil damals ein... Ich habe gar nichts gemacht. Nee, ich war dort. Ja, ja, ich war dort und der damalige Regionalleiter wusste nicht, dass ich eingestellt wurde. Und ich stand dann da an der Theke, ja, und die Azubine saß hinten auf der Theke und der Regionalleiter kam rein, hat sie natürlich angeschrien, also zurecht, oder zur Sau gemacht, zurecht, und hat dann zu mir gesagt, so, ja, wenn ich hier nicht arbeite, bist du überflüssig, dann kannst du wieder gehen. Und dann bin ich gegangen und habe dann damals wirklich gedacht, so, soll ich nochmal kommen oder nicht? Aber irgendwie war das dann... Naja, hat sich das gar nicht so schlimm angefühlt und dann bin ich wieder hingegangen. Und dann war es auch echt cool eigentlich. Man muss sagen, tatsächlich, wir haben eine gewisse Parallele. Wir haben, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne Namen zu nennen oder sonst irgendwas, da, wo wir gelernt haben, eine relativ beschissene Zeit gehabt mit beschissenen Leuten und auch beschissenen Vorgesetzten. Ja, also... Rückblickend, das habe ich damals so empfunden, rückblickend muss ich sagen, ich habe schon wahnsinnig viel gelernt. Genau darauf wollte ich hinaus. Also, rückblickend war das genau wie bei mir. Im Endeffekt war das aber die richtig krasse Schule. Und auch alles, was ich danach gemacht habe, war immer so ein bisschen aus der Perspektive heraus, was ich damals gelernt habe. Also hier auch, weil vorhin hast du so das Thema angesprochen, so heutige Generation, dies, das, anderes. Heute wäre das gar nicht möglich. Nein. Diese Art von Vorgesetzten, diese Art von Arbeit, diese Art von Lernen wäre heute nicht möglich. Ich will jetzt ich weiß gar nicht, ob ich das Fass überhaupt aufmachen will, aber eigentlich muss ich es an der Stelle. Glaubt ihr, dass es notwendig ist, Männer wie euch zu kreieren? Also ist es notwendig, diese harte Schule zu durchleben? Ja. Das ist meine Frage. Also wenn man mal überlegt. Oder geht das auch mit, ja, alles ist so, und ja, nein, das glaube ich nicht. Also ich merke es ja jetzt selber, mit Mitarbeitern das Schwierigste oder das, was das Aufwendigste ist an dem, ich sage jetzt mal, Geschäftsführer sein oder an dem Chef sein, Entscheidungen treffen. Ja, und ich glaube, das lernt man eigentlich viel eher, wenn man es selber machen muss oder durchlebt, wie man es vielleicht einige Dinge nicht macht. Und weiß, wie man es oder für sich selber denkt, wie man es besser machen könnte. Aber ist das, da ist ja dieses krasse Paradoxon. Und deswegen, ich will gar nicht das fast zu weit aufmachen. Aber es gibt ja dieses, harte Zeiten kreieren harte Männer kreieren leichte Zeiten. Und ist es nicht vielleicht so, dadurch, dass du es jetzt optimierst und besser machst, du es vielleicht gar nicht besser machst? Weißt du, was ich meine? Ja, wenn du das so sagst, wahrscheinlich nicht. Ja, aber andererseits muss man ja auch sagen, alle, die ich kenne, die durch so Zeiten gegangen sind, arbeiten nicht mehr in dem Unternehmen. Das heißt, wenn ich aus Chefsicht das jetzt sagen würde, möchte ich ja Mitarbeiter halten. Mhm. Ja. Und alle, die dann, ich sage jetzt mal, durch so schwierige Zeiten gegangen sind und sich so weiterentwickeln, die haben sich ja irgendwie vielleicht selbstständig gemacht. Ja. Mhm. Und ja gut, ich meine, man verärgert ja auch die Leute. Also ich meine, die gehen ja nicht, weil sie sagen, oh, ich kann es besser und alles ist so gut hier, aber ich mache es trotzdem besser, sondern... Mhm. Alle haben mir gedacht, hey, ich komme hier nicht mehr klar, ich möchte irgendwie was selber machen. Ja, aber, und das ist ja so eine Sache, die wir hier auch
gemeinsam haben. Wir reflektieren ja gewisse Situationen und wollen es ja im Endeffekt auch so für unsere Mitarbeiter oder so auch besser machen. Bei mir ist es so, ich habe ja beides durchgemacht. So dieses selber harte Schule, selber hart sein, selber weich sein. So in Anführungsstrichen. Weich sein. Punkt. Anders sein. Einfach so ein bisschen empathischer sein. Du hast dich schon krass verändert. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber ich meine, ich habe dich zu einer Zeit, ich habe unter dir gelernt zu einem gewissen Grad. Ich war zwar schon offiziell ausgelernt, aber ich habe von dir trotzdem viele Sachen damals gelernt. Und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ja. Im Verhältnis zu der Schule, durch die ich bei dir gegangen bin, ja. Ist es jetzt aktuell so, als würde man, keine Ahnung, in so eingekuschelt werden, in so Watte. Absolut, 100%, darauf wollte ich hinaus. Ich weiß noch, wie ich gezittert habe, wie ich mit dir geredet habe, weil du einen schlechten Tag hast. Also ich kenne dich ja auch schon eine ganze Weile. Warum geht es jetzt hier ja, um mich? Ja, ein bisschen vielleicht. Absolut, 100%. Und genau deswegen meine ich, ich habe beide Zeiten durch und ich muss sagen, aus der Zeit, wo ich härter war, aus der Zeit, wo ich so war, wie du mich kennengelernt hast, sind, muss ich an dieser Stelle sagen, krassere Charaktere und krassere Leute entstanden. Ohne dass ich jetzt irgendwie sage, hey, die anderen haben irgendwie nichts gelernt oder sonst was. Aber das muss ich an dieser Stelle sagen. Also es ist für mich schwer oder schwerer wie früher, so hart zu sein und so, obwohl ich weiß, dass es eigentlich besser ist. Man will es ja eigentlich nicht. Man will ja allen irgendwie ein cooles, entspanntes Arbeitsumfeld auch ermöglichen. Das ist auch, ich finde es auch immer, also ich finde das auch wichtig. Aber, ja. Aber wenn das im Weg steht, krass zu werden und sag ich mal, sich weiterzuentwickeln, dann ist das irgendwie auch, also ich glaub, ist halt ein Dilemma. Also ich glaube, das Schwierigste ist, trotzdem noch so die Distanz zu wahren zu jemandem, dass wenn du das, also du hast ja das letzte Wort, du bist Chef, ja. Du hast das letzte Wort und alle müssen ja trotzdem respektieren, was du sagst und deine Entscheidung respektieren und es nicht in Frage stellen oder es einfach nicht tun. Und ich glaube, da ist es oft schwierig, wenn man, sag ich mal, gut mit jemandem ist, dass man am Ende muss ja irgendeiner den Kopf hinhalten. Ja. Und das ist ja dann immer der Chef. Aber ich meine, früher, überleg mal, man hat für 5 Euro die Stunde gearbeitet. Ja. Also das, sowas gibt es ja gar nicht mehr. Richtig auf die Fresse. Und es gab so viele Bewerbungen. Es gab so viele Leute, die arbeiten wollten. Und heute ist es ja nicht mehr, wenn ich überlege, die bekommen, 12 Euro Mindestlohn und wir kriegen 30 Bewerbungen und laden vielleicht 5 ein, weil wir dann sagen, okay, die können was sein. Und bei den anderen musst du dich oft fragen, bringt das was? Ja. Also ja. Die Zeiten waren schon ganz anders. Ja. Und ich glaube, da konnte man dann auch grundsätzlich härter sein. Ja. Heute geht es nicht mehr. Wir kommen darauf nochmal zurück. Was ich aber wissen will, ich kann mich gar nicht erinnern, nach deinem Start, danach bist du Johnny M, oder? Ja, genau. Du hast keine andere Studio oder kein anderes Unternehmen vorher gehabt? Nein. Krass. Das ist krass. Nee. Also tatsächlich... Das ist nochmal richtig krass. Ja. Ja. Also ich kenne nur die zwei. Ja. Und ja. Weißt du, warum das krass für mich ist? Weil ich dich immer extrem, extrem kompetent in dem Bereich, den du machst und extrem auch wirklich, also im Endeffekt, ich wusste immer, wenn du irgendeine Sache sagst, das ist nie aus einer Emotion heraus oder so, das ist immer mit Hand und Fuß. Und ich hatte tatsächlich nach meiner Station noch mehrere andere Stationen. Das hat mir zwar geholfen, aber trotzdem auch andere Eindrücke und Erfahrungen gehabt. Absolut, das hilft einem schon. Und ja, aber hatte er nicht und trotzdem. Und trotzdem, ja. Und das ist... Ja, hatte ich tatsächlich nicht. Also ich habe sehr viele Nebenjobs früher immer gemacht und habe da in anderen Branchen oder Bereichen gearbeitet, aber ich habe... Feste Arbeitgeber hatte ich eigentlich nur 2. Ja. Wie lange warst du da? Ja. 9 Jahre. Boah, krass, Alter. 9 Jahre. Oder fast 9 Jahre, glaube ich, ja. Tatsächlich. Und was war so deine Intention zu sagen, okay, hast du selber gesagt, hey, Cut, ich habe keinen Bock mehr? Also, hatte verschiedene Gründe. Ich meine, wir hatten andere Vorstellungen. Meine Idee von dem ganzen Fitness,
ich sage jetzt mal, ich habe es damals aus meiner Sicht damals auch eher aus der Betreiber-Chefsicht gesehen und hatte andere Vorstellungen. Jetzt rückblickend muss ich sagen, war ich damals noch echt unwissend. Aber ich hatte einfach andere Vorstellungen und habe dann gesagt, okay, damit, das ist nicht mehr das, was ich möchte. Damals, da bist du ja Mitte 20 gewesen sein, ne? Ja, da war ich Mitte 20. Ja, ja gut. Man muss halt meine sagen, Frau ist damals durchgedreht. Ja, das war, ich glaube, 2 Monate, nachdem mein jüngster Sohn geboren wurde. Ja. Und ich habe einfach gekündigt und die hat damals gesagt, wie stellst du dir das vor? Ja. Oh ja, okay, krass. Ja, ja, absolut, ja, klar. Muss echt sagen, du hast ja wirklich eine richtig, richtig krasse Laufbahn durchlebt, so wie ganz, ganz viele sich das vielleicht wünschen oder vorstellen. Ja. Ich meine, von Ausbildung, BA-Studium bis hin zum, keine Ahnung, Clubleiter, Regionalleiter, ich habe alles an der Theke gemacht, ich habe Trainingspläne geschrieben, hinher, alles durchgemacht in einem Unternehmen, dann Unternehmen gewechselt, dort eine Führungskraft übernommen, bababab, bis du dann im Endeffekt wirklich Geschäftsführer wurdest und im Endeffekt auch, hey, das Ding ist jetzt durch das Deal oder durch den Deal im Endeffekt auch dir, du hast da im Endeffekt das ganze Thema Johnny M auch übernommen, muss man an dieser Stelle sagen. Ja. Muss man sagen. Also klar, ich meine, alles ist immer irgendwo, ja, ich weiß nicht, ob es Glück ist, klar, ich habe auch viel dafür gearbeitet, so ist es nicht und habe auch wirklich was getan, aber einfach vielleicht die richtige Zeit oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Es hat gepasst. Ich meine, ich verstehe mich ja mit dem John fantastisch, sonst würde das ja nicht funktionieren. Und das genau ist, worauf ich hinaus wollte, glaube ich nicht. Ich bin der Meinung, dass Menschen, natürlich sind Situationen und Gelegenheiten wichtig im Leben. Die kommen halt einfach so, dafür kann man im Endeffekt auch nichts. Aber am Ende ist es so, dass es in deinem Kopf ein gewisses Framing gibt. Ja. Und bei dir war es, ich schätze dich so ein, immer sehr erfolgsorientiert, was gleichzeitig bedeutet vertriebsorientiert. Ja. Was im Endeffekt dafür oder das Resultat ist, hey, du wolltest ein gewisses Ergebnis, du wolltest einen gewissen Erfolg und das hat dich im Endeffekt durch deine Laufbahn gebracht. Weil, worauf möchte ich hinaus, wärst du jetzt in diesem Trainermodus, so blöd es jetzt klingt, sorry, ey, Trainermodus, da hatten wir ja auch ein paar Kandidaten in der Vergangenheit so und nein, einfach nicht. Das ist einfach komplett anders. Wenn du alles aus einer gewissen Perspektive entscheidest, ist deine Laufbahn einfach anders. Es gibt eine sehr coole Definition von Glück, die eigentlich immer wieder zutrifft, wenn man darüber spricht. Und das ist im Endeffekt Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Mhm. Und du hattest die Gelegenheit, aber warst eben deswegen vorbereitet, weil du entsprechend das Mindset hattest, weil du diese Perspektive hattest. Und wenn das beides zusammenkommt und du die Gelegenheit dann ergreifst, dann klar kann man dann irgendwo von Glück reden. Und ich finde, es wäre wirklich falsch zu sagen, unternehmerischer Erfolg hat nichts mit Glück zu tun. Hat das definitiv. Ja, absolut. Ja. Aber du bist halt auch jemand, der halt sich reinkniet. Ja, also zu deinem Trainerding nochmal. Ich war Trainingsleiter und habe wirklich viele Schulungen gegeben, deutschlandweit. Und habe dann irgendwann gedacht, es ist so bescheuert, weil, ich meine, die Kunden wollen das ja gar nicht und wir versuchen den, also das ist ja das klassische Trainerdenken, ich schreibe ihm jetzt den besten Plan seines Lebens und der Kunde möchte den ja gar nicht, der will ja einfach nur irgendwie stupide auf seinem Ding sitzen und irgendwann habe ich dann gedacht, so hey, das ist total bescheuert, ja, lass ihn doch einfach. Du bist jetzt erstmal gecancelt von jedem Fitnessökonom in Deutschland. Genau. Und dann habe ich so gedacht, ja, dann lass ihn doch einfach machen, was er will und wenn er auf dem Liegerad sitzt, Zeitung liest und mit 20 Wiederholungen die Minute einfach tritt, scheiß drauf. Ja, wenn er regelmäßig kommt und Spaß dran hat, dann ist es in Ordnung. Das verstehen die alle nicht. Aber das verstehen die nicht. Und, null. Und bis du dieses Denken hast, ja. Und dann war ja auch dieses Thema Personal Training, ja, was machst du mit als Personal Trainer? Also das habe ich ja dort auch gemacht. Du bist Psychologe, ja, du betreust jemanden und guckst, dass er einfach motiviert wiederkommt. Als Personal Trainer machst du nicht die krassesten Trainingspläne. Nee. Du sorgst nur dafür, dass der Mensch, der in der Zeit, der bei dir ist, eine geile Zeit hat, ein gutes Training hat und sich danach einfach gut fühlt. Weißt du, wenn wir diesen Podcast mal brauchen, passt das ganz gut in diese Runde, den Paolo. Ja, mit Paolo habe ich ja jetzt auch ein Projekt. Tatsächlich. Einer der besten Personal Trainer, die ich persönlich jemals kennengelernt habe. Definitiv. Krass. Paolo ist der Entertainer Number One. Genau. Ja. Ganz genau. Und alle lieben Paolo. Ja, alle. Ganz genau
Darum geht's. Kennst du meine Paolo-Story? Nein. Compadre. Compadre. Ja. Alter. Also nur mal für alle, die jetzt zuhören. Das ist ein gut aussehender brasilianischer Personal Trainer, mittlerweile Mitte 50. Mitte 50, ja. Sieht aus wie trotzdem Gott. Ja. Komplett in Shape, richtig geiler Typ. Und immer, egal wann ich ihn gesehen habe, immer top gelaunt. Ja. So. Ja. Und irgendwann komme ich in Stuttgart, S33, Siegelstraße, in den Club rein. Und er kommt mir entgegen. Ja, compadre, wie geht's dir? Dies, das, Ananas und so. Und ich so, hey, alles cool und so, wie geht's dir? Und dann sagt er einfach, ah, meine Mutter ist gestorben. Ja, doch, die Story kenne ich, ja. Und ich weiß nicht, kennt ihr die Situation, wenn das, was gesagt wird und das, was du ausstrahlst oder irgendwie, was dein Körper sagt, nicht zueinander passt? Mein Gehirn hat halt im Moment wirklich gebraucht. So, ja, compadre, meine Mutter ist gestorben. So. Was? Ja, alle, ja. Ich so, hey, mein Beileid, wie geht's dir, dies, das und so. Ja, ich fliege jetzt gleich nach Brasilien, ist die Beerdigung und dann komme ich wieder zurück und so. Ich so, ey, warum bist denn du hier? Nimm dir Zeit für dich und so, komm damit klar, flieg rüber. Compadre, meine Kunden brauchen mich, die haben mich und ich muss mich um sie kümmern. Ja. Und das ist eine richtig, richtig krasse Situation. Und das ist das, was wir auch sehr, sehr häufig sagen. Du spielst eine Rolle. Ja, definitiv. Und das machen die meisten nicht gut. Du kommst in diesen Club rein und musst auf den Knopf drücken. Und das ist der große Unterschied zu dem, ob du in der Branche oder prinzipiell irgendwas erreichen wirst, ja, oder ob du die Art von Person bist, die sich auf den Freitag freut, sagt, endlich Wochenende und morgen wieder Montag. So. Ja. Also da sind wir ja in der Fitnessbranche eigentlich sowieso falsch. Also wer das macht, ist, ich würde mal sagen, hat da... Absolut, aber trotzdem ja, sind die meisten gibt's so. Gibt es natürlich auch. Ja, die meisten sind so, Mann. Ja, definitiv. Auch wenn ja. du jetzt mit 10 Läden, ja. die du jetzt hast, keine Ahnung, 4, 5 Peacemaker hast. Ja. Ohne es... Pacemaker. Ohne zu sagen, ob es so ist oder nicht. Die sind im Endeffekt Gold wert. Auf ja. jeden Fall. Und trotzdem ist es aber eine Quote, wo, okay. Aber. Zurück. Also im Endeffekt hast du wirklich alles durch, jede Position gemacht und dann kam Johnny M. So. Ja. Was ich immer an dir wirklich todeswert geschätzt habe, war das, was ich vorhin angesprochen habe, dass du wirklich dieses Mindset hast, wie funktioniert Unternehmertum? Ja. So. Frage. Glaubst du, dass der Grund, warum du so denkst oder gedacht hast, einfach aus der Herkunft kommt, dass du nichts mit Trainings zu tun hast? Ja, das kann gut sein. Ja. Also, dass du einfach nicht diesen Trainer-Mode und dieses... Ja, also es gibt ja, man unterscheidet ja grundsätzlich in Gärtner und Jäger. Ja, ja, also... Ja. Und ich glaube, was? Ja, Gärtner und Jäger, also Jäger einer, und Sammler. Jäger und Sammler, ja, oder? Und Sammler, ja. Gärtner, Sammler. Gärtner sagen. Hegen und pflegen. Ja, hegen und pflegen. Und das war jetzt noch nie so mein großes Ding. Meine Mitarbeiter werfen mir immer vor, mir fehlt Empathie. Echt? Ja, weil ich eben schon distanziert bin. Also bis zu einem, ich bin schon nett und so und alles cool, aber ich bin, glaube ich, bleibe irgendwie distanzierter noch. Weil es einfacher ist, danach Entscheidungen zu treffen, weil ich meine, es ist ja schwierig, wenn du, man kennt es ja, du Arschloch, sie Arschloch. Ja. Und ich, ja, Alex, ich glaube schon, dass das einer der Gründe ist und ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum viele Franchise-Geschichten nicht ganz so gut funktionieren, weil das immer das, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen, Typen sind, die sagen, hey, ich bin Trainer, ich kann mich selbstständig machen, jetzt mache ich das. Und die haben nicht dieses unternehmerische Denken. Ja. Mhm. Und ich meine, du musst ja eigentlich immer nur denken, okay, habe ich genug Geld auf dem Konto? Ja, kommt am Ende vom Monat, steht eine schwarze Zahl oder steht eine rote Zahl? Ja. Was muss ich ändern, damit eine schwarze Zahl steht? Und wenn du dieses Thema nicht hast, sondern sagst, ja, so viele wollen einen neuen liegenden Beinbeuger haben
Und das sind natürlich die drei Kunden, die jeden Tag kommen. Und du als, ich sag mal, Studiomitarbeiter hörst du das an und denkst, ja, ja, die haben recht. Auf jeden Fall brauche ich einen liegenden Beinbeuger. Dann funktioniert das, glaube ich, nicht. Man muss das, glaube ich, alles immer im Gesamten betrachten und relativ nüchtern auch viele Sachen sehen. Ja. Klar, der Kunde, die müssen sich alle wohlfühlen, aber betrifft es einen oder betrifft es alle? Oder viele. Ja. Das ist tatsächlich ein Framing, was wir auch als Agentur sehr, sehr oft bekommen. So dieses super viele haben uns gesagt, das. Und wenn du nachfragst, sind es wirklich so 5 von 3000. Ja, ja. Jedes Mal. Klassische Ding. Okay, jedes Mal. Ab sofort, jeder, der fragt, mach einen Strich auf eine Strichliste. Ja. Und dann so, hast du eine Strichliste gemacht? Ja, wie viele waren es? 4. Okay, nein, machen wir nicht. Ja, aber das ist, ich meine, in dem Moment ist das ja wirklich auch deine Wahrnehmung. Ja, genau. Das muss man ja wirklich sagen. Ist es ja auch tatsächlich. Jeder denkt aus seiner Bubble heraus. Ja. Und in dem Augenblick ist es ja auch, vollkommen okay. Jeder Mitarbeiter denkt ja aus seiner Bubble heraus. So. Und in dem Augenblick, eigentlich, rein streng genommen, ist es ja auch vollkommen okay und eigentlich lobenswert, dass der Mitarbeiter das wahrnimmt und sagt, ey, die Kunden sagen das und das. Was aber die Mitarbeiter nicht können, ist das klar zu differenzieren und zu sagen, ey, im Endeffekt, worüber reden wir? Aber deswegen braucht es Menschen auf letztendlich auf beiden Seiten. Es braucht der Trainer, es braucht aber vor allen Dingen trotzdem aber am Ende auch Unternehmer, die die Entscheidung treffen. Ja. Weil es ist, wie gesagt, es ist gut, dass man das weitergeleitet bekommt, aber es braucht ein Unternehmerdenken, um mit dieser Weiterleitung umzugehen. Ja. Und das haben wir. Das hast du gerade schön gesagt. Oftmals muss man wirklich sagen, bei jeder Franchise-Nehmer, so oft wurde uns gesagt, nee, das ist ja dasselbe Beispiel. Ja. Also alle. Bei Franchise-Systemen ist es tatsächlich aber öfter so, dass es eher Leute sind, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und die können damit nicht umgehen, die können das nicht filtern. Wenn dann ein Clubleiter kommt und sagt, ey, uns wurde so oft gesagt, wir brauchen noch eine zweite Bank, wir brauchen noch irgendwie dies, wir brauchen noch irgendwie mehr Kurse, dann treffen die einfach aus ad hoc quasi die Entscheidung, okay, dann lass machen. Und das Verrückte ist ja immer, ich meine, im Fitnessstudio muss man ja sehen, von was sprechen wir? Sprechen wir von, im Januar um 18 Uhr sind die Bänke besetzt? Oder? Absolut. Und ich meine, wir reden ja von so kurzen Phasen. Es wäre wie wenn du im Freibad sagen würdest, hey, im August ist es voll, wir brauchen noch mal 2 Becken. Ja. Ey, das ist ein gutes Beispiel, Mann. Ja, und ich meine, das restliche Jahr steht es einfach leer. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist so gut. Ja. Das ist mega. Ja. Und das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Frage. Wohin willst du jetzt, also, wie soll ich formulieren? So, du hast eine Marke übernommen, die eine Reputation hat, die eine Bekanntheit hat. So, Johnny M. war schon immer wirklich, seitdem Johnny M. das ist, was es ist, ich würde sagen, so richtig, richtig krass wurde es so Richtung 2011, 12 so. Ja, ich glaube so 2005 wahrscheinlich schon, so mit dem Club in Stuttgart, aber halt in Stuttgart. In Stuttgart. Aber Johnny M. war ja oder ist oder war dann irgendwann mal auch für die Branche in komplett was anderes. Ja. Ja. Weil John, so ist wie er ist, schon ein Trendsetter. Absolut. Definitiv. Absolut. Ja. Er wollte immer was anderes machen. Sei es damals, 2005, mit DJ oder irgendwie irgendwas. Ach, das hatte John als erstes. John hatte das wirklich in total verrückt, sehr früh. Also ich glaube auch so mit der erste, der Studios wirklich ausgestattet hat, optisch wie Clubs oder Hotels, ist damals mit einer anderen Person ja wirklich auch in die Staaten geflogen und hat sich dort orientiert, hat damals geguckt und so weiter und hat gesagt, ey, das finde ich geil. Hat es dann auf sich umgebrandet, partizipiert und im Endeffekt auch so gebrandet. Und er hat damals schon ein richtig, richtig krasses Statement gesetzt. Bei mir war das so, dass das war für mich, Alter, das war in Deutschland Benchmark, State of the Art, wie du Branding machst, wie du Marketing machst, wie du einfach Clubs machst, alles. Ja. So. Aber da ist ja trotzdem eine gewisse Historie dahinter. Mhm. So. Wie ist es für dich jetzt, dass du das quasi übernommen hast? Wo willst du hin? Willst du dich quasi so ein bisschen, ich weiß es nicht, ich stelle die Frage, willst du dich ein bisschen auf dem
Status halten? Willst du weitergehen? Wo willst du hin? Also, als ich zu Johnny M gekommen bin, war ja die Situation, ich sag's mal, durchwachsen mit Johnny M, weil nicht klar war, was passiert. Also, ich meine, weiß man ja, es war ja auch, stand im Raum, okay, verkauft man es oder wie auch immer. Ich meine, klar, John ist jetzt in einem Alter, wo man sich darüber Gedanken machen muss. Ist immer Thema bei allen. Ja, ist ja immer Thema. Und dann kam ja natürlich auch noch Corona dazu, was ja auch eine unsichere Phase war. Danach bin ich ja tatsächlich richtig eingestiegen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bringen wir erstmal wieder alles auf den neuesten Stand. Haben wir dann Bietigheim als neuen, sag's mal, Flagship, ein krasser Club gemacht, ja, der meiner Meinung nach echt gut gelungen ist, wo wir auch echt guten Zulauf haben und optisch, glaube ich, auch wieder so auf dem neuesten Stand sind. Machen jetzt noch die restlichen Clubs voll. Das werden wir, ich schätze mal, bis Frühjahr nächstes Jahr alles fertig haben. Und dann würde ich schon gerne noch, also ich meine, ich bin jung, ich bin 35, würde schon noch gerne ein paar Clubs machen. Also, aber alles mit Bedacht. Also nicht spinnen und ich glaube auch eher... Expansion auf Expansionswillen. Nee, und auch nicht sagen, okay, oft ist ja so das Ego-Ding, okay, ich möchte in jede Hauptstadt, Deutschlands Hauptstadt, ich meine, das, was viele haben, so ja, München, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Clubs. Nee, ich würde, glaube ich, schon regional sagen, verstärken und verdichten und dort einfach wieder zu so einer regionalen, wirklich starken Marke werden, damit du, ja, damit man das gefestigt hat. Ich meine, das muss ja was sein, was auf Dauer auch Bestand hat, weil, ich meine, man sieht es ja jetzt, klar, irgendwelche Ketten, die durch Investoren nach vorne geprügelt werden, ja, die dann Price-Dumping betreiben, die haben es natürlich deutlich schwerer, wenn du einen sehr dichten Markt schon intern hast. Ja, du, ich weiß noch, 2018 oder so haben wir oft darüber gesprochen mit, man braucht einfach Marktanteil. Ja, man muss einfach, wie gewinnst du? Ja, du brauchst Marktanteil. Mhm. Und das ist auch so. Also ich meine, was soll jemand machen, wenn wir in Stuttgart nach, ich sage mal, 7, 8, 9 Läden haben und da kommt jemand neu rein, haben wir einfach einen deutlichen Wettbewerbsvorteil aufgrund der geografischen Lage, wo jemand trainieren gehen kann. Ja, absolut. Eine ganz andere Sache, die mich interessiert. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass du jetzt da bist, wo du bist? Dass du von Easy Sports deinen Weg gemacht hast, dann zu Johnny M deinen Weg gemacht hast und im Endeffekt... Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass du das nicht nur erreicht hast, sondern auch die Phase in Johnny M so durchlebt hast, dass du da bist, wo du bist? Wenn, also aus der Perspektive heraus, wenn du jetzt jemandem anderem sagen müsstest, du musst das, das, das und das machen, um dahin zu kommen, wo ich will. Also ich glaube, es hört sich ja oft so als dummen, belanglosen Spruch an, aber... Man muss definitiv die Extrameile gehen. Also wenn ich überlege, also ich habe teilweise wirklich, nehmen wir Corona, ja, da bin ich teilweise nachts um 2 ins Büro gefahren, weil ich einfach nicht wusste, wie wir buchen sollen. Und da war ich ja noch nicht Geschäftsführer. Also da hat es ja danach erst angefangen, weil ich mich verantwortlich gefühlt habe, ja, weil ich Entscheidungen irgendwie getroffen habe. Dann hat man mir ja mal gesagt, okay, du entscheidest jetzt. Dann habe ich ja, ich glaube mal so zwischen Weihnachten und Silvester, einfach alle Firmenkooperationen gekündigt, weil ich gedacht habe, die sind viel zu günstig. Wo ich weiß noch, der John damals die Hände kurz über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Und vor allem in der Verwaltung, weiß ich auch noch, die waren ja teilweise im Urlaub. Aber es hat echt funktioniert. Und ich glaube, man muss schon Entscheidungen treffen. Man muss dann dahinter stehen, was man macht. Und ich glaube, ich war zurückblickend, ich habe mich ungern an Regeln gehalten. Und ich glaube, ich bin schon so ein bisschen gemacht für die Selbstständigkeit, also einfach meinen Kopf entscheiden, aber dann auch dafür gerade stehen, wenn irgendwas vielleicht nicht funktioniert. Ja, aber das klar, man muss, so man die muss zwei einfach Traits, muss man schon sagen. Also auf der einen Seite willst du entscheiden und hast Ideen und willst sie durchsetzen und der Part fehlt aber bei vielen. Der zweite, sich wirklich auch dann hinsetzen und wenn du es verkackt hast, die ganze Scheiße auch ausbaden. Ist halt so. Ja, übernimmt Verantwortung. Ja. Ich muss sagen, es hätte ja auch nach hinten losgehen können und dann wäre es wahrscheinlich nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Ja. Ja. Aber glücklicherweise ist es nicht. Ja. Ja. Jetzt aber, lass uns zurückkommen zu dem, womit wir eigentlich relativ früh begonnen haben. Meinst du, dass
die Tatsache, dass du so entschieden hast, wie du entschieden hast, dass du der Charakter geworden bist, der du geworden bist, ursprünglich von deiner Ausbildung kommt? Also im Endeffekt, wie viel bist du und wie viel ist das Leben, das dich geprägt hat? Ja gut, also ich hatte vielleicht auch ein anderes Leben. Ja, Deep Talk, ja, Alter. Ja, also ich hatte vielleicht auch so... Wir sind in der Fitnessbranche, wir drücken und wir ziehen, Alter. Halt die Fresse, als ob hier irgendjemand zuhört, weil wir drücken und ziehen. Mach doch dein Hobby zum Beruf. Hat er. Scheiße. Sein Hobby ist rumpimmeln. Ja, also ich glaube, viel liegt auch jetzt nicht nur an der Ausbildung. Ich meine, auch in der Ausbildung habe ich mich sicherlich so verhalten, wie ich mich damals verhalten habe, aufgrund meiner, ja, ich hatte vielleicht auch eine andere Jugend. Ich habe sehr früh alleine gelebt und so, habe viel gearbeitet und habe früh für mich selbst gesorgt. Das funktioniert ja heute auch nicht mehr so. Ich meine, wenn ich sehe, wenn wir Azubis haben oder auch Mitarbeiter haben, die sind dann fertig, die sind dann irgendwie 25, 26, 2 Jahre fertig mit der Ausbildung und wohnen noch zu Hause. Also kein Vorwurf, aber das ist natürlich was ganz anderes, als vielleicht mit 16, 17 alleine zu wohnen. Und ich meine, dann weiß man ja, kein Geld, kein Essen. Ja, ich meine, das kennt man ja davor nicht. Ja, das stimmt. Ja. Also, ist eine Kombination von beidem. Also, glaube ich, ist es eine Kombination von beidem sicherlich, ja. Ja. Ich weiß nicht, das Thema beschäftigt mich total. Mich hat zum Beispiel letztens todes überrascht, dass eine unserer Mitarbeiterinnen, die hat jetzt vor kurzem angefangen und sie hat vorher irgendwo, keine Ahnung, Richtung Limburg-Dietz oder sowas, das ist von uns, keine Ahnung, anderthalb Stunden, Stunde. Stunde, oder Stunde. Stunde entfernt und so. Und dann hat sie irgendwann mal so beiläufig lapidar so, die hat bei uns angefangen, wir haben auch die Gespräche mit ihr geführt und haben gesagt, ey, du weißt, worauf du dich einlässt. Wir sind hier. Du bist da. Du bist da. Das ist Weg. Ja. Und in meinem Kopf war so, ey, die macht das einfach, die zieht es durch und so weiter. Und dann hat sie letztens einfach so beiläufig gesagt, ja, ja, ich wohne jetzt hier, ich bin jetzt hierher gezogen, so nach Offenbach, so, wo unsere Firma ist. Und ich so, okay. Und das ist das... Du machst einfach Dinge in deinem Leben und triffst Entscheidungen, die für dich im Endeffekt eine gewisse Prägung haben, die für dich auch im Endeffekt eine, dich in irgendeiner Form ja auch formen. Und das ist das, was mich oder was mir so ein bisschen fehlt bei der heutigen Generation. Ja, aber man sieht ja in dem Fall dann auch, wie wichtig es jemandem ist, genau, irgendwo zu arbeiten. Ich meine, wenn du... Viele geben ja vielleicht auf und sagen, boah, der Weg hat mich angekotzt oder boah, nee, ich will nicht umziehen. Hatten wir auch. Alle schon, ja. Und weißt du, das Ding ist, es gibt hier, man muss ja zweierlei Sachen bewerten, also man muss sogar drei Sachen bewerten. Zum einen, uns haben auch Sachen angekotzt. Und zwar so richtig. Definitiv. Aber durchgezogen. Ja. Ja. Zum anderen, es ist schon so, dass, das glaube ich wirklich, dass wenn du lernst, immer mal wieder, das muss jetzt nicht regelmäßig sein, aber schon in gewissen Abständen in deinem Leben einfach mal zu springen und einfach mal zu sagen, keine Ahnung, klappt oder klappt nicht, ich bin mit beiden Konsequenzen, bin ich cool. Das ist wichtig zur Bildung von eines gewissen Charakters. Ja, aber ich glaube, man muss grundsätzlich erstmal Dinge durchziehen. Also, es tut dir weh, manchmal muss man einfach durch den Schmerz gehen und sagen, scheiß drauf, ich zieh's jetzt durch. Ja. Und wenn es dann Gegebenheiten sind, die, wo man sagt, hey, so war es ja bei mir dann damals, okay, ich kann das nicht mehr vereinbaren mit dem, was ich mir vorstelle, dann geht man halt. Aber man hat es bis zu einem gewissen Punkt erstmal durchgezogen und kann dann auch eine klare Entscheidung treffen. Absolut. Ich erinnere mich immer noch an die Situation. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, ich habe, glaube ich, 2200 Euro brutto bekommen, Vollzeit ausgelernt als Fitnessökonom. Ja. Also Bachelor. Ne? Ja. Ich hatte Bachelor. Ich war Akademiker. Es gibt wahrscheinlich keinen akademischen Beruf, bei dem man schlechter verdient als in der Fitnessbranche. So, jetzt pass auf. Ich habe 2200 Euro brutto bekommen und jeder in meinem Freundeskreis hat gesagt, du verkaufst dich unter Wert, mach das nicht. Absolut scheiße. Und
war es mit Sicherheit auch. Ne? Also wenn ich überlege, wie viel ich gearbeitet habe, vor allen Dingen damals haben wir das neue Studio aufgemacht und es war sehr viel, es war sehr viel Stress, es war sehr viel Druck. Es war eine Spätschicht gekoppelt an eine Frühschicht und all so eine Scheiße. Das Ding ist halt, 2 Jahre später habe ich teilweise 5.000 Euro netto verdient. Genau. Ja, aber weil du weißt oder wusstest, was Arbeit ist und also mir hat man mal gesagt... Aber es wäre nicht so gekommen, wenn ich den 2200 Euro Bruttojob nicht angenommen und brutal durchgezogen hätte. Ja, definitiv. Du kennst den Spruch, ja. Nichts ist vergleichbar mit Erfolg. Ja, also macht man für Dinge... Für Erfolg gibt es keinen Ersatz. Genau, gibt es keinen Ersatz, ja. Macht man Dinge nur, um Geld zu verdienen? Ja, ich meine, wir hier, ich Stuttgart, Region mit Porsche und Daimler... Ich meine, wenn ich da mit Freunden früher gesprochen habe, die dort arbeiten, also sorry, das ist ja sehr unverhältnismäßig. Du arbeitest irgendwie ein bisschen im Büro, 35 Stunden und bekommst 4.000 Euro netto und 10.000 ja. Euro Provision im Jahr oder Sonderzahlung. Und eigentlich merkt niemand, ob du da bist oder nicht. Ja, ist ja tatsächlich so. Die wissen ja viele nicht, was arbeiten ist. Aber in großen Konzernen. Und viele haben ja sicherlich auch einen stressigen Job, aber... Ja. Du hast ja wirklich gearbeitet, weil dir die Arbeit Spaß gemacht hat und weil du irgendwie so einen eigenen Antrieb hattest. So, ich möchte jetzt, okay, ich mache das jetzt, ich arbeite jetzt. Was viel wichtiger ist, ist nicht die Tatsache, dass man Spaß hat, natürlich. Das macht auch einen aus, dass man aus jeder Situation irgendwie das Beste daraus macht. Wir hatten Spaß, wir haben irgendwie so, hey, dies, das. Aber, und das ist das, was ich glaube, was heute extrem fehlt. Die Tatsache, es einfach durchzuziehen, da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das aktuell wirklich so eine Sache ist. Ganz kurz, ganz kurz, merkt ihr, was du sagen willst? Wie häufig ich zum Beispiel die Story erzähle, dass ich Friseur gelernt habe und schon bereits nach 4, 5, 6 Monaten wusste, das werde ich nicht mein ganzes Leben lang machen. Nein, werde ich nicht. Aber 2,5 fucking Jahre durchgezogen, etwas gemacht, wo du weißt, dass dir das nichts bringt aus einer Sache. Du disziplinierst dich selbst, um Dinge einfach durchzuziehen. Weil aufgeben ist einfach. Einfach. Aufgeben ist einfach und das hat er auch nicht. Ich will gar nicht wissen, wie häufig du dir gedacht hast, ey, Hadi, tschüss, verpiss dich. So, für das Geld und für was? Ja. So. Aber man hat es durchgezogen. Ich finde heute, eins dieser Paradebeispiele dafür ist, ich meine, Studio weiß jeder, wir sind ja vor allem in den personalbesetzten Studios sind wir abhängig von Öffnung und Schließung. Ja, ein Mitarbeiter kommt, du hast eine Schicht, Frühschicht, Spätschicht und jeder, der mal verantwortlich war für ein Studio, weiß, wie ätzend es ist, wenn um 23 Uhr abends jemand schreibt, ich bin krank, kann morgen nicht aufmachen. Ey. Oder irgend sowas. Und der hat ein Trauma davon, ich hab, Mann. Ich habe ein Credo. Wir werden ja jetzt, mittlerweile ist es ja, kann man ja, sagen. Wir werden jetzt selber Studiobetreiber. Und ich habe ein Credo, egal was wir jemals machen werden, jemals, wirklich, das ist für mich die absolute Grenze, da gehe ich nicht mit. Wenn ich darauf angewiesen bin, dass jemand das Studio aufmacht oder zumacht. Ja. Zwischendrin kann man drüber reden, personallos, personalarm, es gibt verschiedene Konzepte, aber ich will nie wieder den Moment haben, morgens aufzuwachen, das Studio ist nicht auf. Ich habe da 0% Bock drauf. Der hat Trauma davon. Wirklich ein Trauma. Das ist so krass, dass er mittlerweile seine unternehmerischen Entscheidungen danach trifft, nach was weiß ich wie vielen Jahren, dass er sagt, ey, wenn man weißt du was potenziell mit dem Standard, wir müssen aber Frühschicht und so, das hier Return on Invest wird das der Wahnsinn und so, wir haben das durchkalkuliert, ja, kalkuliert selber, mir scheiße, ich bin raus. Ich bin voll bei dir und ich bin wirklich so froh, dass ich mich zum Glück nicht darum kümmern muss, sondern dass das in dem Fall das hatte er noch nie. Das hatte er tatsächlich, dieses Gefühl. Die Stelle hatte ich ja noch nicht. Dieses Gefühl hatte er noch nie, weil ganz ehrlich, irgendwann so, auch ich damals, mit, keine Ahnung, 15 Clubs oder so weiter, du hast Leute unter dir, du hast Bereichsleiter, du hast Clubleiter, du hast das, denkst du dir, okay, der Club wurde heute nicht aufgemacht. Shit happens. Ja, das stimmt schon. Und bei denen ist halt so. Ja, aber nur, weil
du nicht das Ende der Kette bist. Wenn ja, genau. Das Ende der Kette bist. Also mich kotzt auch natürlich jedes Mal an. Heute Morgen war das übrigens der Fall. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Aber zum Glück war die, ich meine, die Reinigungsfirma war da und hat dann aufgemacht, sodass die... Beste Mann. Das sind wirklich die Besten, ja. Sodass die wenigstens reingehen konnten und trainieren konnten. Aber du bist einfach abhängig von den Personen. Und nochmal zurückzukommen, Unterschied finde ich von vor 10 Jahren und heute, ich hätte mir nie erlaubt, um 23 Uhr zu sagen, ich komme morgen nicht, ich wäre wahrscheinlich halb sterben dort im Club gestanden. Es ist über die Grenze drüber. Nee, es ist über die Grenze drüber, wo du weißt, ey, weißt du was? Was löst du hiermit aus? Ja, genau. Du schleppst dich krank dahin, machst den Scheiß. Aber, was ist besser? Im Endeffekt ist es doch so, dass wir uns auch damals gedacht haben, oder ich, ey, ist doch eh niemand dankbar dafür, dass ich das jetzt mache und durchziehe. Ja. Aber im Endeffekt sind wir hier, wo wir sind. Und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Und ich finde, das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, der in dieser Position ist. Und ich weiß, uns hören auch viele zu, die eben nicht jetzt Geschäftsführer oder sonst irgendwas sind. Sondern zwar eben, wenige, aber trotzdem einige. Das ist der Punkt. Du stehst dann den nächsten Morgen nicht für das Unternehmen auf. Und das ist so dieses... Für dich selbst. Das ist so diese linke, woke Bubble ist immer so, ja, für die Konzerne und du quälst dich dann für einen Konzern, der es dir nicht dankt. Nein, Bro, du stehst am nächsten Morgen auf für dich, um dir zu beweisen, dass du es auch durchziehst, wenn es unangenehm ist. Ja. Genau. Weil, machen wir es sich vor, du wirst nicht daran sterben, Alter. Es ist brutal kacke. Aber selbst wenn du völlig am Abkacken bist, mit dem Kater des Todes, bist, hast Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, alles, du wirst nicht davon draufgehen, wenn du da jetzt in dem Laden stehst, Alter. Genau das ist mega unangenehm. Ist doch der Unterschied von, ich bin Mitarbeiter und Arbeitgeber. Egal wie scheiße es dir gehen würde, wenn eine Entscheidung ansteht, die kein Mitarbeiter treffen kann, werden sie dich kontaktieren, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Und wenn du Mitarbeiter bist, wirst du dieses Gefühl nie haben. Also nie. Die letzte Entscheidung liegt immer bei dir. Egal, ob du im Urlaub bist, ob du... Und ich finde, da musst du trotzdem eine Sache differenzieren. Das finde ich ganz wichtig an der Stelle. Selbst wenn du nicht Unternehmer werden möchtest und diese ganze Verantwortung eines eigenen Betriebes und so weiter haben möchtest, das sind trotzdem Führungsqualitäten und Verantwortungsqualitäten, die du dir aneignest. Das bedeutet, du wirst automatisch natürlich auch in Positionen kommen, wo du Verantwortung übernehmen kannst, weil du dir beigebracht hast, was es bedeutet, auch mal zu beißen. Ja. Also egal, was du für eine Art von Person bist, es sei denn, du bist die Art von Person, die Beamter werden will, und nur so, aber dann kann ich dir eh nicht helfen. Wenn du Beamter werden willst, kann ich dir persönlich auch nicht mehr helfen. Ja, dann entscheidest du dich für ein habe ich nichts mehr zu sagen. Sehr, sehr angenehmes und einfach so dahintrabendes Leben. Aber ist okay. Schau mal, wie häufig, ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr häufig dieses Gespräch geführt, weil ich glaube, du hast das, könntest es auch haben, so dass dich Leute sowohl aus der Vergangenheit oder irgendwie Leute, die nicht in der Position sind, in der du bist, mit Kindern, sagen, ey, du machst so viel, du gibst so viel und so weiter, ey, das ist irgendwie alles okay und voll cool, aber du verpasst ja viel. Und ist es dir das wirklich wert, nach dem Motto? So. Und was ich mir immer denke, ist, es ist scheißegal, was du machst, es ist scheißegal, ob du Kassierer bist oder sonst, es ist vollkommen egal, solange du damit happy bist. Definitiv. 100%. Aber man muss ja sagen, ich meine, man hat natürlich auch Vorzüge, nicht an irgendwelche Arbeitszeiten oder so gebunden zu sein. Ich meine, ich kann ja auch mittags mal sagen, hey, jetzt mache ich was mit meinen Kindern. Trotzdem sitze ich vielleicht abends da und ich 3-4 Stunden lang denke ich über irgendeine Scheiße nach. Die würde ja niemand... Die macht sonst ja keiner. Also natürlich kann ich das machen, aber du bist ja immer im Job. Irgendwie bist du immer im Job. Und ich meine, ich glaube, das ist so ein ganz großer Unterschied. Kann ich mein Diensthandy, wir hatten es vorhin ganz kurz, kann ich mein Diensthandy einfach sagen, hey, ich mach's jetzt aus? Ja, so Bosch-like, ich bin im Urlaub, ich mach's jetzt aus, nach 2 Wochen mache ich es wieder an. Sowas gibt's ja nicht. Das kenne ich, also das kennen wir ja alle nicht. Ja. Ja, es ist ja immer irgendwas, du bist immer erreichbar. Ich weiß, wie viele Meetings ich am Strand geführt habe, weil ich eigentlich mit meiner Family da bin im Urlaub, aber es ist halt ein Meeting und dann muss ich halt ins Meeting gehen. Und das ist trotzdem die Zeit, die du opferst.
im Endeffekt, jeder muss ja für sich selbst entscheiden, was aber auch vollkommen okay ist. Ich habe letztens mit einem, oh Gott, wie soll ich das jetzt formulieren? Mit einem Freund, der in der Fitnessbranche ist, der sehr lange in der Branche ist, der jetzt irgendwie aus der Branche rausgehen möchte. Nach über 25 Jahren hat er gesagt, ich will irgendwie was anderes machen. So. Und das Problem ist, er ist nicht so in diesem Modus, dass er sagt, hey, Vertriebsleiter, Geschäftsführer. Er war immer in seiner Trainer- und Bereichsleiter-Bubble. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hey, zum Glück möchtest du endlich mal nicht in einer Jogginghose arbeiten. Ja. Mach das. Aber ich wollte ihn damit nicht abwerten oder niemanden abwerten, der irgendwie in der Jogginghose arbeitet, weil er Trainer ist. Hauptsache, du hast Spaß und das ist für dich vollkommen okay. Alles cool. Aber wenn das nicht der Fall ist, du irgendwie der das und sonst was und irgendwie in deinem Frust bist, ey, endlich Freitag, morgen Wochenende, morgen endlich Montag, dann ist es halt einfach kacke. Im Endeffekt ist es so, ist scheißegal, was du machst, Hauptsache, du bist glücklich und zufrieden damit. Witzig aber zu dem, was du gesagt hast, mit der Jogginghose, endlich mal nicht in der Jogginghose arbeiten. Früher, als ich im Studio gearbeitet habe, fanden das alle immer super cool, dass ich den ganzen Tag in Jogginghose rumlaufen darf. Und ich habe immer gedacht, hey, ich hasse Jogginghosen. Sobald ich da rauslaufe, ziehe ich mir was Normales an. Und es war ja genau andersrum wie alle meine Freunde, die in ihrer Freizeit endlich Jogginghosen anziehen konnten. Und ich bin abends, wir haben uns bei irgendjemandem getroffen zum FIFA-Zocken. Und ich hätte, okay, Hemd ist übertrieben, aber ich habe gedacht, so endlich kann ich mir was Normales anziehen und nicht eine Jogginghose endlich. Weil ganze Tag ja, du willst mal das haben, was du nicht hast. Ist ja so. Ja, das sowieso. Ja. Ich wäre auch mal gerne einfach unattraktiv, aber was soll ich machen? So. Also, meine Frage. Was glaubst du, weil tatsächlich ist keine Branche so krass und so hart konfrontiert mit der Tatsache, wie, zumindest meine Meinung, wie wird es zukünftig sich entwickeln? Sowohl von den Mitarbeitern, die immer jung sind, von den Strukturen, die sich konstant verändern. Was glaubst du, wo geht die Branche in den nächsten Jahren hin? Ja, einfach mal so. Also ich habe bei uns jetzt ganz krass den Trend gesehen, dass, also wir sind ja ein Lifestyle-orientiertes Studio, wir machen viel, ich sag mal, coole Sachen, versuchen viel so diesen Community-Gedanken in cooler Form zu spielen, nicht mit, wir treffen uns zum Rückenfit, sondern wir machen Afterwork, wir machen andere Veranstaltungen, wir machen eher, ich sag mal, coolere Sachen. Bei uns ist das Durchschnittsalter der Mitglieder deutlich gesunken. Also nach Corona über 10 Jahre, was ja schon sehr viel ist. Krass. Krasser Drop, Mann. Ey, wir hatten in Ludwigsburg im Studio hatten wir 23 Jahre Durchschnittsalter. Bleile? Nee, am Bahnhof. Hm? 23 Jahre. Und wir waren davor immer so bei 30. Aber klar, die Älteren, da sind viele weggebrochen und sind eben ganz viele Junge nachgekommen. Und ich denke, dass der Fitnesstrend anders ist, weil es ist kein Trend, es ist ein Lifestyle für die Leute. Es ist so eine klassische, wirklich Lebenseinstellung. Die treffen sich zum Kochen, weil sie vielleicht auch durch Corona oder Corona-bedingt nicht dieses wir gehen in den Club und Bars und sowas hatten, sondern sich umorientiert haben und zu Hause irgendwie bei jemandem getroffen haben. Spannend. Und wir hatten es vorhin mal mit personallos oder hybride Studios. Ich glaube, dass so personallose Zeiten in einem Studio definitiv sich durchsetzen werden. Also hybride Systeme mit, keine Ahnung, Studio macht morgens auf und nur von 17 bis 21 Uhr sind Betreuungszeiten oder wie auch immer, weil Pareto klassisch, wann kommen die meisten? Die sind einfach zu den Zeiten da, vielleicht auch ab mittlerweile 12 Uhr bis 21 Uhr, aber du hast trotzdem, wie viel Mitarbeiter hast du gespart? Und du musst auch ehrlich sein, Timo, die Leute, die morgens zwischen 6 und 8 regelmäßig ins Training gehen, das sind die Leute, die sich mit Fitnesstraining auskennen. Die brauchen keinen Trainer. Ja, oder es sind die Älteren, die sowieso in der Gruppe kommen. Also die setzen, die machen dann E-Gym-Circle und let's go. Also, aber mach mal deinen Gedanken bitte zu Ende. No, wirklich. Kein Vorwurf an die, aber
die Leute, die sehr oft kommen, beschäftigen den Mitarbeiter hardcore. Also die rauben die Hälfte der Zeit von dem Mitarbeiter und eigentlich hat der Arme... Aber wegen Smalltalk oder was? Ja, genau, wegen dem, ja, ich bin immer hier und ich rede mit dir über private Dinge und der Mitarbeiter hat relativ wenig Zeit, sag mal, für die Kunden da zu sein, die selten kommen, die eigentlich die Hilfe bräuchten oder den Kontakt bräuchten. Und ich glaube, in diesen hybriden Systemen kann man sowas schon echt gut machen und sowas wird sich durchsetzen. Mhm. Personallos, glaube ich, setzt sich durch mit ganz neuen Gyms, also Ketten oder Gyms, die es bisher noch nicht gibt, weil da von Anfang an klar ist, was es ist. Mhm. Wenn wir das jetzt machen als Gym, das für Lifestyle, Community und sowas bekannt ist und wir machen personalloses Gym, ist es vielleicht nicht unbedingt das, was kannst wir nicht normal Marke machen. Du musst eigentlich eine neue Marke davon machen. Eigentlich musst du was Neues machen und dann hat es bestimmt noch Anerkennung. Aber ich glaube nicht, dass du in einem personallosen Gym auf der gleichen Fläche die gleiche Anzahl Mitglieder hast, wie in einem Gym mit Personal. Absolut. Mhm. Ja. Absolut. Ja. Und dann ist ja, ich sag mal, betriebswirtschaftlich gesehen, ist dieses Gap an Personalkosten so groß, dass du den gleichen Break-Even oder den gleichen Gewinn machst, wie wenn du Mitarbeiter drin hättest. Ja. Ja, ja, ja. Okay, aber im Endeffekt siehst du absolut ein Wachstum im Bereich personalarm und personallos. Das ist das. Definitiv. Ich sehe ihn aber auch bei Studios mit Personal. Ich meine, die, die es gut machen, die haben großen Zuwachs. Die, die vielleicht stehen geblieben sind, die haben echt Schwierigkeiten. Aber das war ja schon immer so. Jetzt nach Corona vielleicht noch mehr, weil einfach eine neue Generation an Leuten ins Studio geht. Und wenn es cool ist, ich meine, wir hatten das ja, wie oft hatten wir dieses Thema mit dem Online-Game, mit Abschlüssen, wenn du nicht der Lokalmatador bist, gehst du unter. Ja. Also, weil jemand, der neu kommt und der Name ist kein Begriff, warum sollte er zu dir kommen, wenn er dich nicht online irgendwo in der Werbung sieht? Das ist gut. Exakt. Ja. Ich habe trotzdem mal eine Frage. Siehst du gleichzeitig eine Konsequenz daraus, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eben auch ein bisschen drüber gesprochen, es gibt auch einige, die ein bisschen umbauen und dann sagen, ich mache jetzt von normalem Studio auf personalarm. Da entsteht ja ein gewisses Vakuum an Betreuung. Glaubst du, dass es gleichzeitig zu dem Trend der personallosen und personalarmen Studios einen Gegentrend gibt der exklusiven, sehr betreuten Studios? Ja, definitiv. Also es gibt ja immer noch viele Menschen, die viel Geld haben, also die auch gerne Geld ausgeben und bereit sind, für Leistung Geld auszugeben. Aber die Frage ist, was, ich meine, ihr habt ja auch schon oft drüber gesprochen, was ist Premium-Fitness? Ja, also verkauft man Premium-Fitness nur klassisch, um zu filtern, ich bin teurer als der andere? Ja. Oder bietet man deutlich mehr Leistung an? Exakt. Und das ist ein Unterschied. Und ich glaube, in vielen Städten zieht das. Und es gibt ja auch Studios, wenn man sagt, ey, ich habe einen Handtuchservice. Also es können ja Kleinigkeiten sein. Ich habe einen Handtuchservice. Also du kommst zum Training, alles ist da. Du hast einen Trainer, du bist super betreut, du hast einen Weltklasse-Wellness-Bereich oder sowas. Dann hat das vielleicht seine Berechtigung. Diejenigen, die vielleicht nur über den Preis Publikum filtern wollen, haben aufgrund der, ich sage jetzt mal, Ausstattung oder des Designs von den ganzen Discountern vielleicht nicht mehr so große Chancen, weil jeder Discounter, der neu kommt, sieht einfach top aus. Ja, genau. Ich will mal was in den Raum werfen. Ich habe dir gerade zugehört und dann ist so ein Punkt bei mir aufgegangen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Deutschland Premium nicht wirklich hinbekommt und verstanden hat. So, ich werfe das. Guck in UK. Genau, okay, das ist verstanden. Genau das ist es. Weil ich gehe nicht in ein One Rebel rein, bezahle irgendwie 200 Pfund im Monat und da ist einfach eine unmotivierte Missgeburt am Counter. Ja, genau. Also wir nehmen ja oft auch ausstattungstechnisch Hotels so als Benchmark. Ja. Geh mal in Länder, in denen die Dienstleistung sehr hoch geht, gewürdigt wird, in ein Fünf-Sterne-Hotel, da wird dir eigentlich der Arsch gepudert. Ja, also da genau bekommst du alles und es sieht mittlerweile top aus. Es top. Gibt keins mehr, das nicht gut aussieht. Top. Und genau. In Deutschland gibt es, glaube ich, viele, die, wenn dein Studio 10 Jahre alt ist oder vor 10 Jahren das letzte Mal renoviert wurde,
sorry, dann ist echt schwer, Premium zu sein. Also da musst aber du schon ganz gute Sachen anbieten. Ja, genau, das ist es. Du musst gute Sachen anbieten, aber im Endeffekt ist es das, was du verkörperst. Und ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland das nicht hinbekommen, das irgendwie gut zu verkörpern. Aber was meinst du mit verkörpern? Sind verkörpern dann die Mitarbeiter? Oder? Ja, alles. Aber das kann ja auch das Optische sein. Ja. Also das Optische. Aber dann musst du ja renovieren wieder. Nicht nur das Optische. So alt, schau mal. Aber auch der Mitarbeiter. Im Endeffekt, also sicherlich. Schau mal. Thomas Peschko. Ja. Lieben Gruß. Hat mich in einem Studio, Costa und mich, in einem Studio entdeckt, was völlig zerfickt war. Er ist reingekommen, da war eine Trockenbau-Baustelle, da war eine abgehackte Säge, abgehackter Counter, der war so groß, also so breit, abgehackt mit Säge, weil alles irgendwie wasserschadenmäßig gemacht worden ist. Der ist da reingekommen und wir haben da drin eine Party gemacht. So. Es war cool, es war geil und so ist im Endeffekt auch irgendwie meine Laufbahn entstanden. Aber das ist der Punkt. Egal, wo ich woanders bin, in Ausland oder sonst irgendwas, Hotel, habe ich das Gefühl, die haben es irgendwie gecheckt. Das Ding ist... Aber ist ja vielleicht auch die Extrameile wieder, ja, die genau, der Mitarbeiter geht. Aber das Problem ist, dass das da, was Alex gerade beschreibt, ist ja nicht reproduzierbar. Ja, aber alle... Also in Deutschland mit der deutschen Dienstleistungsmentalität zumindest nicht. Ja, und genau das ist doch das Problem. Darum möchte ich ja hinaus. Also, ja, genau. Aber schau mal, zum Beispiel, wenn du Mitarbeiter suchst, ja, es war ja immer das Thema, okay, wie sucht man Mitarbeiter? Wir haben ja auch mal eine Zeit lang Stellen ausgeschrieben mit Hotelmanagement und dann hast du draufgeklickt und dann kam er, wir suchen für ein Fitnessstudio, bla bla. Weil eigentlich suchst du ja nach Soft Skills von den Mitarbeitern, weil du diese, möchtest du den Gärtner oder den Hai, also ich nenne den Gärtner und Hai, ja, Gärtner und Jäger. Und Hard Skills kannst du alle beibringen. Ich meine, ihr wisst es ja zu gut. Ja, du kannst jedem erklären, wie stellt man ein Gerät ein, wie bedienst du irgendwas, wie machst du das und das. Aber du brauchst ja diese Grundeinstellung, wie verkörper ich Dienstleistung? Ja. Bin ich aufrichtig, freundlich, helfe gerne, wie auch immer. Und wenn du das nicht hast, dann ist ja Dienstleistung, glaube ich, hier sehr, sehr schwierig in Deutschland. Und genau darauf möchte ich hinaus und eine Hypothese in den Raum stellen. Können wir in Deutschland einfach kein Premium? Vielleicht ja. Vielleicht auch von der Gesellschaft nicht so anerkannt wie in anderen Ländern. Also nehmen wir die USA, da gibt man ja gerne viel mehr Geld für Fitness aus als bei uns. Oder mein Favorite, Mallorca. Die größte Rumpelbude kostet 50 Euro Monatsbeitrag und da ist niemand. Und ich glaube, in Deutschland ist halt Premium, fängt ja gedanklich bei 80 Euro vielleicht an, oder? So ungefähr. Ja. Und man erwartet, glaube ich, als Kunde viel zu viel für das, was man wahrscheinlich als Betreiber bieten kann. Vielleicht ist es allgemein vielleicht funktioniert das allgemein nicht. Sehe ich auch also so. Der eine kann es nicht anbieten, der Kunde huldigt nicht, was man überhaupt dafür anbietet und dann funktioniert das einfach nicht. Und ich glaube, es gibt sehr wenige Studios, die wirklich Geld damit verdienen. Das ist ja Alex' These schon die ganze Zeit, wenn Premium so lukrativ wäre, dann gibt es so wenige Premium-Studios und Premium-Ketten. Man muss ja mal, wenn man überlegt, jetzt nehmen wir mal ganz nüchtern Zahlen betrachtet, ja, du hast ein Premium-Studio, machst dort, ich sage jetzt einfach mal, 150.000 oder 200.000 Euro Umsatz im Monat, ja, mit diesem Premium-Studio, hast aber 180.000 Euro Kosten, also dir bleiben vielleicht 20.000 Euro hängen. Wieso gebe ich mir diesen Aufwand als Betreiber? 20.000 Euro stehe ich morgens nicht auf. Ja, nein, aber wieso gebe ich mir als Betreiber diesen Aufwand, wenn ich es vielleicht auch mit einem Discounter schaffen könnte? Ich stehe morgens auf, einfach weil Alex sonst mir böse bei WhatsApp schreibt. Ausreichend. Auch eine Art Motivation. Lass den Mann ausreden. Sorry, ja. Nein, aber wieso gibt man sich diesen Aufwand? Ja, bei Premium hast du so viel mehr Arbeit. Wenn zwei Monate nicht läuft, kriegst du direkt aber so richtig in die Fresse. Ja, definitiv. Nicht nur das, du hast einfach extrem viel mehr Arbeit. Wenn du einen Pool hast, hast du mehr Kosten. Darum muss sich jemand kümmern. Die Mitarbeiter, darum muss sich jemand kümmern, etc. pp. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Deswegen ist meine These, ey, Discount bis Mittelpreis ist einfach so viel stärker am Wachsen, weil Premium auch die Leute einfach nicht können. Ich sag dir aber was, ich hab da
ein Beispiel aktuell, die wir ja auch betreuen, Club Pilates, die im Premium-Preissegment sind, die haben teilweise 170 Euro im Monat kosten. Ja. Und sag mal, weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber läuft gut. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja dieses Konzept, haben wir uns schon mehrfach angeschaut. Und überlegt, ob wir das machen sollen. Ist eine Nische. Es ist eine Nische. Du hast die ganzen Probleme nicht. Du hast keinen Pool, den du irgendwie warm halten musst. Du hast jetzt, klar, du hast aber, Trainer. Warte, klar. Aber du bist extremst personenabhängig. 100%. Guter Trainer, Erfolg. Ja. Schlechter Trainer, wenn der geht, kein Erfolg. Wenn der geht, gehen deine Mitglieder. Genau. Ja. Ja. Und Bietigheim war ja zum Beispiel die Überlegung, ein Fitnesskaufhaus zu machen. Damals noch unter anderem auch geschuldet wegen Corona, wegen Zutrittsbeschränkungen, bla bla bla. Das ist ein Fitnesskaufhaus. Ja, wir überlegt, ob wir verschiedene Räume schaffen. Das ist tatsächlich seit über 10 Jahren der Traum vom John. Von John, genau. Was ist das? Ein Haus zu schaffen, wo du eine Basismitgliedschaft hast, mit der du Fitness machen kannst. Und in, ich sag mal, verschiedenen Räumlichkeiten werden verschiedene Nischenarten angeboten, wie Pilates, Yoga, Functional oder Crossfit oder sowas, und du zahlst eine Basismitgliedschaft und buchst auf Crossfit. Dann gehen zum Beispiel, ich sag mal, 40 Euro gehen immer an dieses Basisding und die restlichen 80 Euro zu der Gap von 120 gehen zum Beispiel an dieses Pilates oder was auch immer. Das ist cool. Also ich kann zum Beispiel sagen, so im März bin ich eher so Team Pilates und im April habe ich Bock auf eine CrossFit-Challenge. Zum Beispiel, ja. Und dann switche ich das einfach so. Genau, zum Beispiel. Oder du machst zum Beispiel Ich muss jetzt einen auf Markus Lanz machen und sagen, lass uns bitte kurz zum Thema zurückkommen, weil sonst wird das hier viel zu lang. Ach so. Okay. Also, Hypothese war, Deutschland kann kein Premium, da haben wir uns darüber ausgetauscht. Wie stellst du dir die, und du hast jetzt gesagt, hey, hybride Version wird auf jeden Fall wachsen, personallos auch, aber wenn wir sagen, dass Premium nicht wirklich funktioniert, also jetzt wir zu dritt, wie stellst du dir den Wachstum dort vor? Glaubst du, da muss sich was verändern? Glaubst du, das muss sich entwickeln? Glaubst du, das wird prinzipiell stagnieren? Was ist deine Meinung zu dem Wachstum Premium in den nächsten Jahren? Ja, ich denke, Premium wird eher zurückgehen. Das ist meine Meinung oder meine Vermutung. Ich weiß es natürlich nicht. Aber die Discounter bzw. auch im Mittelpreissegment werden ja immer mit Leistung nachziehen und haben deutlich mehr Marktanteil wie Premium. Und irgendwann stellt sich ja für ein Mitglied in einem Premium-Studio die Frage, lohnt es sich für mich noch, in dieses Studio zu gehen oder überwiegen die Vorteile, dorthin zu gehen, anstatt vielleicht nur die Hälfte zu zahlen in einem anderen Studio, wo ich fast das Gleiche bekomme. Ja. Und da ja nicht alle Premium-Studios sich immer weiterentwickeln werden, glaube ich, dass die zurückgehen. Und es ist aus meiner Sicht, wenn du jetzt neu anfängst, ich meine, über was für einen Invest reden wir da? Wenn du sagst, ich möchte ein Studio mit Pool und was auch immer haben, das kannst du ja als Einzelbetreiber fast gar nicht machen. Und der Punkt ist, selbst ein Studio mit Pool ist nicht so gut, wie wenn du in ein saugut ausgestattetes Discount-Studio gehst und in dem Moment, wo du Bock auf Pool hast, in ein gutes Schwimmbad oder eine gute Therme. Es ist im Endeffekt vollkommen scheißegal, wie gut dein Pool, dein Wellnessbereich ausgestattet ist. Kein Mensch meldet sich in ein Fitnessstudio an, um Wellness zu machen. Ja. Wellness und allem Pipapo ist nice to have. Aber keiner meldet sich mit der Intention an. Also klar, ganz krass, definitiv. Aber du weißt, was für ein hartes Verkaufsargument ist Wellness es, ist. Es. Und keiner die sind nutzt da, es dann. Genau, die sind da und denken sich, oh geil. Aber in Kombination mit immer flexibleren Mitgliedschaften, da kommen wir übrigens auch nicht drum rum, ist das ein Ding, wo du halt auch irgendwann sagen musst, so hey, wenn ich jetzt 4 Monate irgendwo angemeldet bin und merke, ich war nie in der Sauna und nie im Schwimmbad, das funktioniert so auch nicht mehr. Ja, so funktionieren Menschen nicht. Glaube ich nicht. Meinst du? So funktioniert Abo-Modell nicht. Die meisten... Okay, dann stelle ich die Frage andersrum. Was müssten wir in Deutschland tun, um Premium funktionsfähig zu machen? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
auch gesellschaftlich müsste die Anerkennung für Timo, ich finde das zu einfach zu sagen, es liegt an der Gesellschaft. Pass auf, mir ist meine Hypothese eingefallen. Ich glaube, es ist eine gewisse Nachfrage da, aber keiner liefert ein Angebot, was irgendwie, also was halt wirklich Premium ist. Ja, mir ist meine Hypothese eingefallen, bevor ich es vergesse. Ja. Ich bin der Meinung, dass uns das Thema Kundenbindung, Service in der Fitnessbranche nicht wichtig genug ist. Weil in der Hotellerie, ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten, die einen mega geilen Service machen in einem Hotel, die am Empfang ist, du weißt, wie wir beide sind, dann quatschen wir und so weiter. Die verdienen nicht mehr. Die verdienen nicht mehr als in der Fitnessbranche. Aber es wird einfach anders gelebt. Und das muss ganz dringend, ein Spruch, der richtig geil ist von Steve Jobs, ein richtig, richtig geiler Spruch. Die First, oder wie heißt es, First Class? First Class, Business Class in dem Flugzeug landet zur selben Zeit. Wie die Economy. Absolut. Und trotzdem bist du bereit, das X-fache zu zahlen. Der Unterschied ist das Gefühl. Hm. Und das ist scheißegal, wie dein Studio ausgestattet ist und sonst irgendwas. Es ist, nehmen wir das Beispiel. Es ist dasselbe Flugzeug. In manchen Situationen trennt euch eine verfickte 30-Euro-Gardine. Aber es ist ein anderes Gefühl. Aber da komme ich jetzt wieder zurück mit auf die Discounter, weil ich meine, die meisten Ketten, die entstehen und erfolgreich sind, sind einfach Discount oder vielleicht Mittelpreis. Ja. Und warum sind sie erfolgreich? Weil sie ein System in der Einarbeitung vielleicht auch ihre Mitarbeiter haben. Kann sich daran erinnern, wie begrüße ich einen Kunden? Wenn du Einzelbetreiber bist und du hast jemanden, also du legst keinen Wert drauf, ja, und da kommt jemand rein und da steht einfach jemand hinter der Theke, der guckt vielleicht aufs Handy und du zahlst 50 Euro Beitrag, dann fühlst du dich nicht cool. Du kannst aber in den Discounter gehen und da steht jemand da und begrüßt dich mit Namen freundlich und ist hyped und sagt, hey, cool, du warst schon eine Weile nicht mehr da, wie machst du das? Das ist der erste Punkt von Service oder Dienstleistung und du fühlst dich sofort gut. Und viele Discounter gehen ja in die Schiene, weil das eben in diesem Konzept ist. Ja, nimm die Tankstelle. Ja, in vielen Tankstellen wirst du ja fantastisch begrüßt. Die machen das super. Was gibt es denn für Tankstellen bei euch in Stuttgart? Ich wurde in einer Tankstelle noch nie cool begrüßt. Aber, ja, aber das ist ja ich schon. Das ist auch so, ich meine, auch das ist ja das eine gewisse Schwierigkeit des Unternehmerdaseins. Machen wir uns nichts vor. Ich finde es auch, ob ich jetzt in der Ramschbude arbeiten würde oder in einem Premiumladen, sei es Hotel, sei es Fitnessstudio oder was auch immer, es kostet mich nicht mehr Anstrengung als Mitarbeiter, jemanden, der reinkommt, wirklich freundlich zu begrüßen. Ja. Also es ist keine Ressource, die ich verbrauche. Ja. Es wird trotzdem nicht mehr gemacht. Das Ding ist, du kannst dieses Service-Level nur durch sehr viel Schulung, Betreuung, Kontrolle und so weiter aufrechthalten in einer Gesellschaft in Deutschland, die das nicht grundsätzlich lebt. Ja. Wenn ich zum Beispiel in die Türkei schaue, und ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich jetzt nicht der größte Türkei-Fan, aber ich war schon oft jetzt da, unter anderem viel wegen nur ein Hahn. kann ich nur empfehlen. Da ist es wirklich so, da wirst du wirklich von Taxifahrer bis Hotel, die behandeln dich wie ein König. Ja. Ja, aber sie wissen auch, dass sie von der Dienstleistung leben und die leben das wahrscheinlich auch von sich aus. Und genau das ist es. Ich. Ja. Aber wir leben auch von der Dienstleistung. Ja, aber wir erkennen das nicht an. Ja. Ja. Um den Zirkelschluss zu machen, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, uns geht es in Deutschland einfach zu gut. Noch. Uns geht es einfach zu gut. Und deswegen können sich Mitarbeiter, wir und sonst alle gewisse Dinge erlauben. Und weil im Endeffekt ist es so, warum geben sich denn die Türken jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, die Türken ist nicht negativ behaftet, bitte. Nee. Also auch so generell, viel Mühe. Hier muss man sagen, also auch jetzt in Kroatien haben wir es jetzt noch nicht erlebt, weil wir jetzt noch nicht ausgegangen sind, aber als wir damals in Serbien waren, der eine Kellner, der mich heute geflasht hat. Ne? Also, warum? Warum? Weil die in irgendeiner Form das müssen. Die glauben sich, ich gebe jetzt Vollgas, damit der entweder wiederkommt oder es weiterentwickelt etc. pp. Diese Diskussion mit 4-Tage-Woche etc. pp., ohne jetzt irgendwie ein Fass aufzumachen in dieser Stelle, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Das Problem ist, an jeder Stelle muss man irgendwie ein Fass aufmachen. Das ist kompliziert geworden. Ja. Ja, oder? Definitiv. Aber im Endeffekt
ich wirklich, das Thema ist einfach, dass in Deutschland wir einen Status erreicht haben, wo wir im Endeffekt einen gewissen Wohlstand haben, einen gewissen Status haben, und die nächste Generation und die nächsten Leute müssen verstehen, dass das erarbeitet wurde. Dieser Status, dieser Wohlstand, dieses Geld ist nicht selbstverständlich. Ja, aber ich meine, du hast ja vorhin gesagt, also starke Männer kreieren starke Zeiten. Hat er gesagt. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt an so einem Punkt, wo genau diese Wende ist, oder wo vermeintlich diese Wende ist, dass die Jugend oder die jungen Leute, die nachkommen, nicht mehr das gleiche Empfinden für Arbeit oder das gleiche Verantwortungsgefühl haben. Identifizieren sie jetzt nicht mehr als Dienstleister, sondern als Fuchs. Oder was auch immer du sein möchtest. So, okay. Auf jeden Fall. Ist das so? Es ist ein Thema der Sensibilität. Wie gehst du mit gewissen Themen um und wie sensibilisierst du das Ganze? Und ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Drei alte weiße Männer haben hier über die nächste Generation gesprochen, was automatisch zum Canceling führen muss. Wir haben über alles gesprochen. Ja? Ja, wir haben über vieles gesprochen. Ja, wirklich über vieles gesprochen. Ja, wir könnten auch jetzt bis morgen weiterreden. Wir könnten noch lange weiterreden. Aber ich nehme auch an, wir werden die ein oder andere Diskussion noch weiterführen. Ich möchte, werden wir sowieso. Ich möchte trotzdem unsere Zuhörer bitten, also für die Folge müsst ihr safe ein Abo und ein Like dalassen, weil wir haben hier in einem Schwarm voller Mücken, die uns maximal attackiert haben, diesen Podcast gemacht und haben hier wirklich quasi Kopf und Kragen riskiert, um hier diesen Content rauszuhauen. Ich werde sowas in den Pool gleich springen. Ich brauche dieses Mückenspray. Unbedingt. Dieser Podcast ist gesponsert von Mykomat. Das Mückenspray. Halt die Fresse, Alter. Timo, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ja, danke, dass war ich hier cool. sein darf. War so eine längst überfällig. Und wenn du auch Kunde bei Trinity bist und nächstes Jahr im Kroatien oder noch nicht Kunde bei Trinity bist und nächstes Jahr in Kroatien oder dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt bei uns unter www.trinity-digital.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war's mal wieder mit Abschifft. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.